So, hallo Leute, herzlich willkommen zu Let's Play oder Let's Random natürlich. Natürlich ist ein Let's Random, kein Let's Play. Let's Random Battlefield Hardline. Wir spielen die Beta, die mittlerweile open ist, soweit ich was mitbekommen habe. Keine Ahnung, ich hatte direkt eine Einladung, also ist das voll egal. Also mir ist das voll egal. Ja genau, die Open Beta Battlefield Hardline im Heist-Modus auf der einzigen Map, die es gibt. Wir sind am Anfang der Runde, ich habe nicht mal eine Hand, soweit ist das Spiel schon fertig geladen. Es geht darum, diese Bankdinger hier zu sprengen, also hier die, diese Geldtransporter und da unten ist noch ein Geldtransporter. Wir sollen die sprengen, ich bin der Squad-Leader, sehe ich gerade. Und wir müssen das verhindern, dass die feindlichen Fucker das aufkriegen und ich wurde überfahren. Weil dieses Kackding ist, glaube ich, der Kran gerade umgekackt. Umgekackt, umgekippt, meine ich natürlich. Ich würde eigentlich abkacken sagen, aber genug Kacke. Nee, ist gerade der Kran abgekratzt. Ich glaube. Ja, ist der. Genau, auf der Map ist ein Kran, der kann umkippen. Von wegen Revolution und so. Und so wie es aussieht, wird das da wieder scharf gemacht, weil die Polizisten, also wir sind die Gangster und es gibt die Polizisten. Können den ganzen Shit hier wieder entschärfen und ich habe gerade einen Typen wiederbelebt mit einer Wiederbelebungsspritze. Und now, meine Friends, you will get gas. Genau, ich bin ein Typ, der mit Gas um sich werfen kann, beziehungsweise kann jede Klasse. Und ich habe einfach die Gasgranaten ausgerüstet, so das Ding piepst. Was müssen wir machen, wenn die Teile aufgesprengt sind? Wir müssen das Geld da rausklauen und es zum Extraction Point bringen. Da hinten ist ein Polizist. Und ich bleibe einfach mal hier oben. Und der Typ hat mich gekillt, weil ich den anderen Typ nicht wiederbelegen kann. Aber Break in successfully bedeutet, wir haben da aufgesprengt. Und jetzt, wo wir es da oben aufgesprengt haben, werde ich meine Klasse ändern. Zum Enforcer. Eigentlich mag ich den Enforcer nicht. Ich finde, der Enforcer ist scheiße. Was soll der Kack? Der Typ fährt einfach nicht. Toll. Ja, eigentlich müssen wir das Geld jetzt rausbringen. Aus der Stadt oder was weiß ich. Aber wie wir sehen, macht das irgendwie keiner von unseren Squads. Egal, ich bemühe mich einfach mal drum. Wie es aussieht, ist hier keiner. Das wird wahrscheinlich meine letzten Worte gewesen sein. Gerade jetzt, nein. Okay, ich habe einen Loot. Und ja, das waren meine letzten Worte. Nur waren meine letzten Worte das nicht. Egal. Natürlich war da einer, aber egal. Das ist irgendwie. Wieso sammelt der Typ das nicht ein? Ich muss sagen, dieser Spielmodus ist sehr fragwürdig, sagen wir es mal so. Weil, wenn man das Geld verliert, liegt es auf dem Boden. Und wenn es auf dem Boden liegt, kann die Polizei es wieder einsammeln. Und dann, ja, kommt es wieder zurück in die Geldtransporter. What? Was bringt das? Ich meine, warum kommt es zurück in die Geldtransporter? Das hat doch gar keinen spielerischen Sinn. Dann muss man einfach wieder hinfahren und das wieder rausnehmen. Egal. Ja, genau. Wenn man das Geld hat, muss man es zu Extraction Points bringen. Und einer hat das gerade geschafft. Nämlich da hinten hin, glaube ich. Nee. Irgendeiner hat es auf jeden Fall weggebracht. Man kann nicht sehen, welcher Extraction Point noch übrig ist. Soweit ich weiß. Das muss man selber mitbekommen. Weil sonst kriegt man das halt nicht mit. Warum auch immer. Ja, es ist alles noch so ein bisschen fragwürdig, muss ich sagen. Das Spiel ist nicht schlecht, aber manche Sachen sind schon komisch. So, wir haben Ziplines. Die man interessanterweise auch an Häuserwände ranpappen kann. Wusste ich gar nicht. Ich habe meine Zipline dahin gepackt. Und mich hier hinten hingesippt. Zack. Bin ich auch noch da hinten? Nö. Ist die Range zu high, oder? Ich glaube, ich kann nicht weiter als 100 Meter. Interessant.
Wusste ich auch noch nicht. Und ich kann nicht so weit nach unten. Team Zipline used. Hallo Leute. Der Helikopter down. So, wo ist denn das Package? Das Package ist returned. Und der Carrier hat es sich wieder geholt. Ah, und da ist der Drop-Off. Also genau falsch bin ich gegangen. Aber mit etwas Glück kann ich mich... Ah, mit etwas Glück kann ich mich auf diesen Fensterputzer-Dings-Wagen dahin ziplinen. Oh, knapp. Und mir die Grappling Hook nehmen und mich nach da oben hin grabbeln. Geil. Perfekt. Ja, diese ganzen Schussteile sind cool. Also das ist jetzt die Grappling Hook gewesen. Das bedeutet, man kann sich an Wänden hoch Grappling hooken. Oh, scheiße, ich habe gar keine Gasgranaten. Ich habe ja hier die normalen. Naja, egal. Package down, Leute. Das ist nicht das, was ich haben will. Ich will, dass das Package nicht down ist. So, ich habe... Ah, ich habe noch die Grappling Hook. Und ich habe C4 bzw. Charge-Dinger hier gedönst. Und ich warte hier einfach mal auf den Carrier, aber der Carrier kriegt das, glaube ich, nicht gebacken da unten, beziehungsweise wir haben keinen Carrier. Wieso hat der Typ das aufgehoben? Ich helfe ihm jetzt einfach, mir ist es jetzt egal. Ich bewache nicht den Punkt, wo es hin muss. Ich knall die einfach alle ab. Gut, es ist jetzt zu spät, aber es ist egal, weil es sind sowieso nur 5 Meter. Den habe ich auch noch. Alles klar. Leute, noch ein Versuch, bitte. So, irgendeiner muss das Geld holen. Hier ist der kaputte Kran, der eben umgekippt ist. Ihr habt den Kran nicht mal im ganzen Zustand gesehen. Ist ja auch egal. Der hat relativ viel Schuss gebaut. So, Leute, hier rein, bitte. Der Typ ist down. Okay, nimm das Auto von mir aus. Aber... Okay, dann fahr halt zu Fuß. Gut, der Typ will, nicht von diesem Gebäude runter ziplinen, sondern der Typ hat vor, manuell zu dem Gebäude hinzufahren. Und dann den Aufzug da in den Gebäude zu nehmen. Das geht nämlich auch. Es gibt hier verschiedene große Gebäude. Wer jetzt gedacht, das ist nicht das einzige große Gebäude, was Aufzüge hat. Gut, es war auch eine gute Idee von ihnen, nicht hier oben hinzukommen, weil hier oben ist nur Polizei. Und die hat hier alles im Griff. So wie es aussieht, haben wir einen Helikopter. Das wird unsere Rettung sein. Und wir haben gewonnen. Ja, heißen Modus ist ein relativ kurzer Spielmodus, muss ich sagen. Wie man gesehen hat. Der kann sich auch länger ziehen. Aber der kann auch relativ schnell sein. Ich hatte einmal eine Runde. Wir sind zu den Transportern hingerannt. Charge platziert. Beide gingen ungefähr gleichzeitig hoch, weil ungefähr gleichzeitig platziert wurde. Einer ist zu den unteren Extraction Point gefahren, die ihr gar nicht gesehen habt. Ihr habt jetzt nur den oberen gesehen. Der zweite ist so ein Fahrzeug, was auf der Map rumsteht. Warum die Polizei das nicht einfach in die Luft sprengt? Keine Ahnung, fragt mich nicht. Ist ja auch egal. Und ich bin währenddessen nach oben gegangen, habe einfach eine Zipline auf das Dach geschossen, wo ich eben auch drauf war. Und so das Geld in Sicherheit gebracht. Das kann sehr schnell gehen, wenn die Polizei nicht aufpasst. Aber naja, ich finde der Heist-Modus ist noch relativ unbalanced. Aber wir sehen uns in der nächsten Runde, weil da bin ich Polizist und versuche den ganzen Scheiß hier mal zu vermeiden. Bis gleich, oder? Bis morgen oder bis zum nächsten Mal. Was weiß ich. Ich weiß ja nicht, wann ich die Parts hochlade. Bis dann.